ein neuer Tag und ich habe über Nacht versucht, mir eine Frisur zu machen. Das klingt total bescheuert, weil ich gerade absolut bescheuert aussehe. Aber ich habe auf TikTok ganz oft gesehen, dass Leute sich ein Scrunchie in die Haare gemacht haben und die Haare so darum gewickelt haben, sodass sie am nächsten Morgen angeblich Locken haben. Also ihr seht ungefähr, ich habe einfach meine Haare wirklich um das Scrunchie drum gewickelt. Und hier sollen angeblich jetzt Locken entstanden sein, die richtig nice aussehen. Ja, ich sehe das noch nicht so ganz, wenn ich das hier aufmache. Okay, einen Moment. Ja. Ja, Volumen hat's gebracht, aber also Locken sind das jetzt nicht. Also es sieht irgendwie cool aus, sieht so ein bisschen Beachwave-mäßig aus, aber I don't know, ich sehe ein bisschen aus wie so eine Oma aus den 80ern gerade. Nee, eigentlich finde ich sogar cool. Wie oft sich meine Meinung jetzt in den letzten 30 Sekunden geändert hat, ist auch richtig nice. Okay, nevermind. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt öfters. Das sieht irgendwie cool aus. Es sind zwar keine Locken, so wie ich es erwartet habe, aber es sind so leichte Wellen drin. Es sieht schon aus, als hätte ich mir Mühe gegeben. Mal gucken, ob das jetzt über den Tag so hält. Allerdings weiß ich auch gar nicht, ob ich das so richtig testen kann heute, weil ich etwas vorhabe. Und zwar habe ich mir Wandfarbe gekauft, eine neue Pflanze gekauft und neue Möbel gekauft, denn ich möchte meinen Videohintergrund verändern. Und wisst ihr, wer mir dabei helfen wird? Ey, du hast gehört, dass ich hierher komme und dann versteckst du dich einfach. Nee. Der hier! Ich bin richtig motiviert, auf geht's. Jetzt echt? Na klar, ich liebe es, um zu dekorieren. Guck mal, wie findest du meine Haare? Wow, das sind aber tolle Locken. Wellen? Wellen. Nee, jetzt mal ehrlich. Das sieht gut aus. Ja, eigentlich schon, ne? Keine Ahnung, ob das lange so bleibt, aber ich hab gedacht, das sind richtige Locken. Irgendwann weiß es nicht. Schlecht ist es nicht. Ich habe am Dienstag einen Friseurtermin. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in irgendeinem Vlog erzähle. Das ist oder? Das Einzige, was du immer erzählst, weil du weil immer deine Haare schlimm meine findest. Haare nicht mag. Das ist schlimm. Ja, der hat einfach Komplexe. Dann kann ich einen Buzzcut, dann kann ich meine Haare. Nein, bitte nicht. Imagine. Nein, kein Buzzcut. Anyways, ich habe, wie ihr hier sehen könnt, große Pakete stehen. Und zwar gehört das hierzu und dieses riesige West Wing Paket, die anderen Sachen nicht. Und ich möchte heute mit euch zusammen umdekorieren. Und mit dir. Kommt mal mit, meine lieben Freunde. Das hier ist mein Video-Hintergrund, den müsstet ihr ja eigentlich kennen. Ich sitze immer hier und dann drehe ich so mein Video und bin so, hi Leute, das ist mein Background, das seht ihr immer. Ja, finde ich aber irgendwie langweilig, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und hier ist Farbe, die ich gekauft habe. Und zwar bunte Farbe. Diese Farbe wird an diese Wand kommen. Diese Wand hier möchte ich tapezieren, ich habe auch Tapete gekauft. Hier muss etwas angebohrt werden. Das muss an die Wand. Hier kommt noch was anderes hin. So eine richtig geile Lampe, die ich gekauft habe, die richtig crazy aussieht. Die Hälfte von euch wird sie wahrscheinlich übelst hassen, aber ich finde sie mega geil. Das ist nicht so gut, wenn die Leute das hassen, weil die müssen es immer sehen. Ihr werdet euch dran gewöhnen. Das einzige Problem, was ich habe, ist dieses Sofa. Das ist hellblau. Und eigentlich passt hellblau nicht mehr so richtig dazu. Sollen wir es auch noch ansprayen? Ja, mega Idee. Nee, es ist ein Ikea-Sofa und es gibt verschiedene Bezüge dafür. Oh. Und meine Mama hat auch noch einen roten Bezug dafür drüben. Er hat sich gerade schon gefreut. Ich dachte, wir fahren zu Ikea. Ja, weil du essen willst. Einmal was gegessen bei Ikea in den letzten 3 Jahren. Also erzähl mir nichts. Ja, und du fandest es so toll, dass du es vermisst und gerne nochmal machen möchtest. Ja, ich habe ja diese Panzerotti immer gegessen, auch trotzdem. Panzerotti. Ja, auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob dieses Sofa dann noch dahin passt. Weil eventuell kann es sein, dass wir einen neuen Bezug dafür kaufen müssen. Das wäre so schade. Das wäre so schade, ne? Ja, aber mal sehen, vielleicht geht's auch, weil das ist ja schon sehr hellblau. Ich hole jetzt auf jeden Fall erstmal, was hole ich denn? Die Folie und das Zeug von drüben Folie zum Streichen. Folie und Streichsachen. Und das ziehe ich aus, weil das ist neu. Der Raum ist gesichert. Wir haben jetzt alles mit Plane ausgelegt. Den Tisch, das Sofa, den Part hier, wo wir dann nachher malen werden. Und jetzt müssen wir, beziehungsweise nein, wir müssen noch nicht malen, sondern wir müssen jetzt erstmal das Kreppband benutzen, um alles richtig abzukleben für unsere Farbe. Was meinst du, warum willst du nicht so coole Muster da reinmachen? Weil mir das zu fancy ist. Ich mag das nicht. Ich mag kein Muster. Ich soll dich filmen, okay. Ja, ich mach den Anfang und du darfst dann gleich weitermachen, wenn du möchtest. Ah. Da ist ganz viel Staub drauf, schön. So, das muss jetzt richtig ordentlich sein. Das muss millimeterarbeitmäßig gemacht werden, okay? Wir müssen jetzt die krasseste Leistung erbringen, die wir jemals in unserem Leben erbringen mussten. Weißt du, wo du auf jeden Fall das machen musst? Da oben. Da komme ich nämlich gleich dran. Hey. Tada! Beautiful.
It is time, Leute. Alles ist abgeklebt. Wir machen nur den Part hier. Und hier habe ich die Farbe. Hier habe ich so ein Abrollding. Die ganzen Abroller. Ich mache das in so einer Pappkiste hier, weil ich nichts anderes habe. Also wir haben nur so ein zu großes Ding für den Eimer. Deswegen müssen wir improvisieren. Wir sollten das euch darüber bringen, ne? Ha? Den Weg darüber zu laufen mit der Farbe ist Schwachsinn. Ja, das macht nicht so viel Sinn. Ich liebe es, dass du immer recht hast. Hast du gar nicht. Der erste Strich wird gemacht. Es ist vollbracht. Mir gefällt das Lila irgendwie doch nicht. Na scheiße, was machen wir denn jetzt? Spaß! Okay, let's go! Ich hätte irgendwie erwartet, dass du einen cooleren Strich machst am Anfang, nicht so einen hässlichen da unten. Zensiert. Ich bin so eine Lustige, ne? Okay, ab geht's. Unsere erste Schichtfarbe ist fertig and I love it! Es sieht so cool aus. Also gerade sieht es noch ein bisschen random aus, weil, ja, es ist halt einfach ein random Viereck, was jetzt lila ist und vor allen Dingen ziemlich gefleckt. Also man sieht noch ziemlich doll so die ganzen Streifen, deswegen lassen wir das jetzt trocknen. Und dann machen wir gleich eine zweite Schicht. Und weil uns jetzt langweilig ist, beziehungsweise mir ist langweilig, ich glaube Matthias und seine TikToks sind gerade gut unterhalten miteinander. Ich habe auf jeden Fall eine neue Pflanze oh mein Gott, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie es aussehen soll nachher. Kommt mal mit. Ich weiß nicht, ob du es vorher zeigen willst. Meinen alten Video-Hintergrund. Doch, ich zeig das jetzt vor. Ich habe auf jeden Fall meinen alten Video-Hintergrund bei Photoshop so verändert, dass er so aussieht, wie ich ihn jetzt machen will. Du hast es auch noch nicht gesehen, ne? Okay, ich zeig's erst dir und dann musst du reagieren. Aber bitte eine echte Reaktion. Look at it. Oh, das sieht ziemlich cool aus. Findest du? Die Tapete ist geil. Wir zeigen es euch jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was am Ende so wird, aber 1, 2, 3. Okay, also das hier. Okay, du musst es nicht halten. Das hier ist das, was ich mir überlegt habe. Diese Wand haben wir gerade bemalt. Das hier unten ist Tapete, und zwar Holztapete. Und hier möchte ich noch sowas hinhängen. Und das hier ist die Pflanze, von der ich gerade geredet habe. Die habe ich, genau diese hier, habe ich bestellt. Die habe ich ausgeschnitten und das habe ich alles bei Photoshop so gemacht. Und ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich hoffe nur, dass es in echt dann später auch so aussieht. Wie lange war diese Pflanze jetzt in dem Karton? Das ist eine künstliche Pflanze. Ach, keine Sorge. So. Keine echte. Weil, ja, ich habe das schon seit ein paar Wochen da stehen und will das die ganze Zeit machen, aber habe es nie gemacht, weil ich es filmen wollte und ich hatte auch nie einen Tag Zeit. Ich finde die Idee richtig geil und ich hoffe wirklich, dass es später auch ehrlich so aussieht wie auf meinem Vision Board. Hier drin ist auf jeden Fall die Pflanze. Die ist irgendwie ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Die sollte 1,80 hoch sein. Das ist nicht 1,80. Ich bin nämlich 1,60. Naja, mal sehen. Leute. Pflanze aufpacken. So cool! Und muss nie gegossen werden. Ja, das ist das Allerbeste, weil die letzte Pflanze, die ich da stehen hatte, die ist ja leider tot. Nennen wir das Kind beim Namen? Sie ist tot. Das sie ist der Postbote. Sowas von tot. Ja, das ist immer ein bisschen cringe. Ich kann euch jetzt hier leider nicht aus dem Fenster filmen, aber man sieht hier die Straße zu meinen Eltern. Und da ist immer der Postbote und dann sieht er mich immer hier drin. Und man denkt sich so, was macht die Alte? Weil ja, hier ist halt mein Filmzimmer und hier mache ich immer weirde Sachen, wie ihr wisst. Okay, das klingt falsch, aber hier drehe ich halt meine Videos und dann sehen die mich immer beim Videodreh und dann denken die mal alle so, was ist los mit der? Okay, ich glaube, wir können die zweite Schicht machen, oder? Zwei Schichten Farbe sind drauf und die Tapete ist zerschnitten, ungefähr so lang, wie wir es brauchen. Und ich glaube, wir müssen aber noch warten, bis wir das machen können. Das hier ist übrigens die Tapete, die ich mir ausgesucht habe. Die ist ein bisschen dunkler, als sie auf der Webseite war, aber ich finde es trotzdem okay. Der war voll die coole Holz. Ja, das ist total krass. Die fühlt sich so richtig an, als wäre das echt, also es fühlt sich nicht an wie echtes Holz, aber es fühlt sich an so wie dieser Fake-Laminat, der halt auch aussieht wie echtes Holz. Mega geil. Ich habe keinen Bock, das zu kleistern, deswegen werde ich jetzt irgendwelche Methoden mir mal überlegen, wie man das da so dran kleben kann. Es dauert aber, glaube ich, eh noch, bis die Wand hier getrocknet ist und man das hier abziehen kann. Oder darf man das schon abziehen, wenn es noch nass ist? Vielleicht eher nicht, oder? It is time to remove! Jetzt werden wir sehen, ob wir eine gute Leistung erbracht haben oder nicht. Das ist jetzt der Moment der Wahrheit, ne? Das warst du hier an der Seite. Nee. Nee, stimmt, das war ich, scheiße. Aber
Sieht doch gut aus. Ja, ich find's noch gut. Egal, die Ecke da oben sieht eh kein Mensch. Hätte schlimmer kommen können, würde ich sagen. Aber auch besser. Eigentlich ist das hier eh egal, weil da kommt eh die Tapete hin. Yay! Ich musste gerade die Kamera ein wenig aufladen, weil der Akku war leer. Und in der Zwischenzeit haben wir schon angefangen mit der Tapete. Und tada! So sieht es bis jetzt schon aus, aber ich wollte unbedingt noch was mitfilmen. Es ist leider alles so ein bisschen... Naja, weil die Wand hier so extrem schief ist, ist halt alles Altbau und früher hat halt keiner darauf geachtet, dass irgendwas symmetrisch ist. Und wir haben uns jetzt echt dazu entschieden, das nicht dran zu kleistern, sondern wir machen das mit so doppelseitigen Klebebandteilen hier. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie wir das hier machen. So ein bisschen wack irgendwie, aber es ist ja sowieso nur der Hintergrund. Es soll irgendwann ja auch wieder einfach abgehen, deswegen ist das eigentlich ganz nice so. Diese Teile hier sind alle 53 cm lang und... Wir machen immer einfach drei so Klebeteile hier dran. Dort oben und dann immer auch noch eins hier unten. Dann noch eins hier. Und dann ist es jetzt nicht so mega perfekt, aber da kommt eh das Sofa vor. Deswegen ist egal. Der Moment ist gekommen. Tada. Geht, oder? Ja, muss eh dann von später so also schauen. Wie alles andere ist es nicht perfekt, aber... Neunmal, hey! Falls ihr uns buchen wollt als Tapetenbringer... Kleber. Tut es nicht. Obwohl das gar nicht so schlecht aussieht dafür, dass es so amateurkackhaft ist. Oh yeah. Oh yeah! Sieht so gut aus. Okay, krass. Ich mache das jetzt noch hier unten und ihr seht das in 3, 2, 1. Tada! Fertig! So sieht es jetzt aus. Ich habe irgendwie nicht bedacht, dass da ja eine weiße Leiste ist. Ohne diese weiße Leiste wird es irgendwie cooler aussehen, aber... Passt schon. Egal, passt schon. Da ist eh ein Sofa. Mein Photoshop-Bild ist coming together. Hm. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Naja, eigentlich müssen wir noch einiges machen. Wir müssen nicht nur dekorieren, sondern wir müssen auch noch Sachen in die Wand bohren, und zwar einige. Können wir eigentlich, welche können wir überhaupt bohren? Darf man reinbohren? Ich weiß nicht. Weil das ist... Keine Ahnung, ob wir da überhaupt reinbohren dürfen. Wir müssen, glaube ich, mal fragen. Okay, vielleicht hole ich wirklich mal Papa und wir fragen. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, falls ihr Bilder aufhängen wollt oder generell irgendwie in eure Wand bohren wollt. Achtet immer darauf, wenn da eine Steckdose ist oder ein Lichtschalter oder so, solltet ihr niemals genau hier so drüber bohren, weil meistens da das Kabel lang geht. Und wenn ihr da reinbohrt, dann ist halt scheiße. Deswegen darf ich jetzt zum Beispiel hier auch kein Loch reinmachen, sondern nur da oder da, aber niemals da. Versteht man, was ich sagen will? Ich glaube schon, oder? Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Es ist so cool. Vor meiner Vlog-Kamera ist gerade der Akku leer gegangen. Deswegen sind wir jetzt hier auf der großen Kamera. Ich hoffe, die andere sieht jetzt nicht klein dagegen aus, die arme süße Maus. Ich habe nämlich Wanddeko und die allercoolste Lampe ever, hoffentlich, für den Hintergrund hier bestellt bei West Wing. Es war sehr teuer, wie man sich eventuell schon denken kann. Aber everything for the Hintergrund, I would say. Oh mein Gott, ich liebe Knisterfolie, aber das ist keine Knisterfolie. Okay. Ein Teil. Ich will jetzt erstmal hier diese Lampe haben. Dann schauen wir uns die anderen Sachen an. Ihr habt es ja gerade auf meinem Photoshop-Bild vielleicht schon gesehen, dass da so ein kleiner Affe hing, die sehr, sehr teuer war. Ich glaube, die hat 300 Euro gekostet, diese Lampe. Ja, 299 Euro. Aber ich fand den so cool, dass ich dachte, nee, das investiere ich jetzt. Ich hoffe, es ist auch so cool. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist mir dann irgendwie doch wieder ein bisschen peinlich auch. Also irgendwie finde ich diese Lampe unnormal hässlich, aber ich finde sie auch unnormal geil. Es ist einfach ein Affe, der an der Wand hängt und eine Glühbirne hält. Also hier ist jetzt gerade keine Glühbirne dran, aber wie cool ist das bitte? Das ist unnormal cool. Hier hin soll er. Leute, habt ihr eine Idee, wie wir unseren Affen benennen können? Guckt, was er für ein süßer Mann ist. Vielleicht ist er auch eine Frau. Nee, er ist ein Mann, oder? Ist schon ein Kerl. Kleiner süßer Kerl, der meine Lampe hält ab jetzt. Wie teuer die ist, aber... Ja, unnormal teuer, aber ich finde halt wirklich, es lohnt sich, weil das so cool ist. Ich habe noch drei andere Sachen gekauft. Die zeige ich euch aber erst später, weil die kommen ins Regal, was wir auch noch aufhängen müssen. Hoffentlich.
Are you ready? In 3, 2, 1, tada! Sieht es nicht unnormal geil aus? Ich bin einfach begeistert. Das ist so cool geworden.